Hallo Moped-Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und willkommen zurück zu unserem gemeinsamen Ride Let's Play auf deiner meiner unseren Lieblingskonsole oder halt auch auf dem PC, da mein Gruß an alle Gamer da draußen. Gut, heute werden wir unser Moped auf das Facelift-Modell hieven, das heißt, wir quetschen hier noch ein bisschen Leistung raus, weil Facelift hatte, na, wer hat aufgepasst in der letzten Ausgabe? 188 PS, uns fehlt da noch ein bisschen was, das werden wir heute auf jeden Fall rausholen. Und ansonsten, neue Umfrage wird in der Videobeschreibung heute stehen. Das können wir eigentlich gleich mal alles machen. Pass mal auf. Wir fangen jetzt erstmal an, unser Moped nochmal wieder aufzubohren. Wie gesagt, 188 PS hätte ich ganz gern. Auch um die Modelle von MV Agusta da ein bisschen nochmal das Fürchten zu lernen. So, raus holen wir das Ganze natürlich mit 189,3. Ich hatte gesagt Facelift-Modell. Demzufolge, wir machen hier keine auf dicke Hose. Wir geben nicht so viel Geld aus, weil wir haben ja kaum noch was. wir machen auch mal... Ah, hier verbessert sich schon die Leistung. Guck das mal an. Und das sogar deutlich. Ich lasse das mal weg. Ich will wissen, wann diese verrückte Lampe angeht. So, das hätten wir zum einen. Zum anderen werden wir jetzt mal ganz schnell kicken hier nach einem neuen Moped. Einmal so ein bisschen durchspringen. Ne? Wir haben dann so viele Mopeds in der Garage, dann können wir einfach mal hin und her springen, mal hier, mal da, mal glotzen. Demzufolge haben wir dann ordentlich Abwechslung. Und ich denke mal, das ist für euch auch ganz interessant. Ich wollte ein bisschen was Langsameres machen. Open World wollte ich nicht machen. Wir machen nochmal hier Naked Bikes, Middleweight, Heavyweight. Was haltet ihr denn von Heavyweight? Gucken wir doch mal hier rein. Oh, kleines Intro. Mensch, der Reiz von Nakeds liegt in ihrer Einfachheit. Weil nackt und so. Bikes ohne alles Überflüssige, aber nicht ohne Charakter. Durch die fehlende Verkleidung gewinnen sie an Anziehung. Sie verstecken ihr wahres Wesen nicht und präsentieren stolz ihre mechanische Seele und ihr Herz aus Stahl. Wer mit ihnen auf die Strecke geht, dem presst die Beschleunigung die Luft aus den Lungen, während der Wind an einem zerrt und durch den Helm pfeift. Ihre entwaffnende Brutalität ist überwältigend. Doch genau dafür liebt man sie am Ende umso mehr. Hört sich immer noch an wie ein Dialog aus dem Softporno, kannst du mir sagen, was du willst. Aber, mein Gott. So, Naked Bikes Classic, Modern Naked Bikes. Oh Gott, wir haben wieder so viel. Europe vs. Asia, das gibt's auch noch. Geil, Import hier. Was haben wir denn hier? Über 120 PS, geil, und nicht übersetzt. Hier, komm, da könnt ihr gleich nochmal ran. Classic Naked Bikes. Ach komm, wir wollten mal ein bisschen Tiefstapel in dieser Folge fahren mit Klassikern mal an. Gucken wir mal hier, North Rails, und ich glaube, als nächstes kommt das Moped. Genau, hier ist die Umfrage dann drin. So, wie gewohnt, Link in der Videobeschreibung. Mit 3 Klicks bei Strawpool ist deine Stimme mit dabei. Zur Wahl steht die Aprilia Tuono. Tuono. Sieht echt ein bisschen außerirdisch aus. Die leider nicht. Finde ich schade, aber die ist eh keine Schönheit. Und dann haben wir die Triumph Speed Triple 955i. Und zu guter Letzt, das ist eine Yamaha XJR 1300 Kubik. Das sind wirklich mal alte Teile. Sind aber keine Schnäppchen. Kosten auch ein bisschen was. Also, ne, das Moped mit den meisten Stimmen wird wie gewohnt gewählt. Ich muss hier wirklich mal sagen, die sind von den Balken her relativ ausgeglichen, bis auf den Bock hier hinten, aber was nicht ist, kann ja noch werden. So, jetzt liegt es wieder an euch. Je schneller sich ein Bike durchsetzt, umso schneller kann ich dann neue Folgen aufnehmen. Wir wären denn aber heute ganz knurke und locker flockig hier mit unserer Kawa noch ein bisschen durch die Gegend eiern. 2 Goldmedaillen haben wir reingefahren, einmal Bronze haben wir reingefahren. Heute schauen wir uns mal Milano, oh, wie ich die Strecke hasse. Okay, gucken wir uns mal das Ding an. Ein bisschen mehr Leistung haben wir. Also entweder uns ballert das Ding jetzt gnadenlos weg oder wir müssen da irgendwie uns was überlegen. Oder ich frage meine 2 Brüder da hinten, die Klone. Klaus und Klon, ob sie irgendwie eine Idee haben, wie wir das Ding auf dem Boden halten. Weil das kostet uns richtig Zeit. Das kostet uns richtig Zeit, dass wir aus den Kurven in der 1 nicht rausballern können. Ne? Ich will aber auch nicht die Fahrhilfen anschalten. Mit Traktionskontrolle komme ich ja auch klar. Das reguliert der Finger, der Trigger.
Und nein, ich habe noch nicht getestet, ob es mit Lenkrad geht. Ich ziehe es erstmal 3 Folgen durch, wie in der letzten Ausgabe erwähnt. Und das mache ich einfach mal in Ruhe. Das mache ich mal am Wochenende, wenn ich nicht irgendwie Training und Arbeit und so hinter mir habe. Weil, ja, da hat man dann auch nicht den Kopf so dafür. Man muss sich wirklich einlassen auf das Thema. Und, genau. Demzufolge. Aber ich werde euch auf jeden Fall da informieren. Und wenn das geht, haha. Dann wären wir so pro, wenn das mit Lenkrad geht. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil beim Auto ist es so, du siehst die Kurve und lenkst kurz davor langsam ein. Beim Moped musst du ja schon weit davor dich reinlegen. Und ich glaube, das macht der Schädel schon nicht mit. Dass du eine Kurve am Horizont siehst und schon das Einlenken beginnst. Aber schauen wir einfach mal. Vielleicht geht's ja auch. Kamera, weil, denke ich mal, auch viele Fragen kommt dann Realcam. Ich besitze keine gute Digitalkamera. Eigentlich so gut wie gar nichts, was digital ist. Deswegen bin ich immer sehr, sehr froh und dankbar, wenn der Pupsi Zeit findet und wir gemeinsam hier Unboxings und sowas machen können. Weil er ist einfach vom Equipment her deutlich besser aufgestellt. Ich habe da weder, erster Gang rein. Ich habe da keine Ahnung von dem ganzen Zeug. Und ich habe auch, oh, der Herr Cooper macht einen okay. Gut, wir haben mehr Leistung. Davon sehe ich aktuell gerade gar nichts. Ne, ich habe da weder Ahnung von dem Equipment noch die Kohle, um mir da einfach mal so schnell meine Digitalkamera für 800 Euro zu kaufen. Ihr kennt meine Einstellung, ne? Wer billig kauft, kauft zweimal. Schleif du Luder, okay? Ist alles ein bisschen schwammig hier. Aber unsere Lieblingsstellen kommen noch. Viel zu spät, viel zu spät, viel zu spät. Oh, gut bekommen, gut bekommen! Das war klar. Das war mein Fehler. Controller for the win. Das Ding scheppert. Wie ist denn das bei euch? Ist bei euch der Controller von der One genauso? Ich meine, das ist der Controller, den habe ich zum Release gekauft. Also vielleicht ist er einfach ausgenaddelt bis zum geht nicht mehr. Ausgenaddelt. Der Dieter würde mir jetzt High Five reindrücken. Leute! Die ballern den Hügel hoch hier, als ob es keinen Morgen mehr gäbe. Aber ich glaube, diesmal haben wir es im Griff. Aber man soll das Rennen nicht vor der Zielflagge loben. Lässt du den Eimer unten. Hacks kannst du rausstrecken, habe ich kein Problem mit, aber lass den Bock unten bitte. Du wirst doch bescheuert. Also, wie man, es ist mir immer noch ein Rätsel, jetzt wo man selber mal so einen Controller in der Hand hat, es ist mir ein absolutes Rätsel, wie die Jungs von der TT oder so, wie die über diese Strecke ballern, die beim besten Willen, da ist die Strecke in der Autobahn hier dagegen, fünfspurig ausgebaut. War ja klar. Wie viele Rewinds haben wir? 3, ne? Okay. Ich habe überhaupt nicht gebremst. Wir müssen aber auch nicht auf Teufel komm raus hier gasen. Wir dürfen aber auch nicht rumschleichen. Bleibt bitte auf dem Kurs, danke. Viel zu spät, viel zu früh auf der Bremse. Aber wer früh kommt, kann schneller einlenken. Komm! Feuer, 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 Feuer. Vom Halt her sind wir eigentlich ganz gut unterwegs. Komm, lenk ein, meine Fresse. Ah, ich wollte gucken, Setup, Leute, klar. Machen wir auch gleich. Ich kriege immer ganz, ganz warme Hosen, wenn der anfängt, das
Hinterrad zu lupfen. Also beim Vorderrad ein bisschen mehr in der Eisen zu steigen. Krieg mal Stoß von hinten, krieg mal Stoß von der Seite. So, letzte Runde. Hohoho! Habt ihr das gesehen? Andere Linie, diesmal besser als die Kollegen. Wir hat uns vorhin auf die Fresse gehauen, diesmal nicht. Ruhig, ruhig. Mittlerweile gucke ich auch gar nicht mehr auf die Karte. Man kennt so minimal die Strecke schon. Mit 500 durchs Dorf. Aber Kollegenblick geblockt. Das sieht ganz gut aus bisher. Jawohl. Ist nicht beabsichtigt. Dürfte aber ein richtig geiles Bild geben. Was willst du großartig zeigen, ne? Gut, die Geschwindigkeit kommt halt null rüber, ne? Die kommt halt wirklich null rüber. Ah, hier kannst du den Rider durchwechseln, alles klar. Okay. Ist die Kameraeinstellung? Kann ich hier vielleicht ein bisschen wieder runter? Das sieht ja ganz dufte aus, oder? Das wäre jetzt geil, wenn das Ganze noch ein bisschen verschwommen oder so wäre. Also da können sie auch bei den Leuten von Turn 10, ich wollte gerade ein Foto schießen, aber das hat schon gereicht, können sie auch nochmal in den Kurs gehen. Boah. Also MV hört sich richtig krank an, ihr hört es ja selber, ne? Kannst hier nicht durchtreten. Also wir wären systematisch schneller. Also falls ich Blödsinn labern sollte. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das letzte Rewind. Das letzte Rewind. Oh, oh, oh. Wir haben uns noch 3 auferlegt. Das reicht doch vollkommen aus. Das reicht vollkommen aus. Mit 9 müssen wir nicht rumeiern. Weil dann ist man nur noch am Zurückspulen. Wenn man genau weiß, man hat nur... Jetzt Feuer, Feuer, zieh am Hahn. Kannst du deine V2 da hinten, kannst du sonst wo hinstecken? Jetzt sind wir durch, jawohl. Das ist ein purer Ritt auf der Kanonenkugel. Anders kannst du das nicht sagen. Boah, Leute, wenn ihr meine Hände sehen könntet. Da würde mir jetzt jeder Diabetiker sofort sein Insulin reichen. Junge. So wie du zitterst, kann irgendwas nicht stimmen. Oh mein Gott. Oh, auf Platz 3 eine Honda. Was ist denn mit der zweiten Duck passiert? Der Herr Cooper, der hatte ja Traktionsprobleme am Start. Haben wir ja gesehen, ne? Der Cooper. Der Mr. Cooper. Gut, auf jeden Fall. Ihr seht, die paar PS mehr haben es gebracht. Das heißt, wir sind noch lebensmüde unterwegs. Wir können das Rad, das Vorderrad noch ein bisschen mehr lupfen. Und, ja... den Thompson zum Wahnsinn treiben, auf jeden Fall. Wir können mal probieren, dass wir heute vielleicht mal eine Kategorie komplett auf Gold kriegen, weil so viel fehlt uns da nicht. Wir haben ein Rennen auf Bronze gehabt, dieses eine Ding. Und eine Strecke sind wir, glaube ich, noch gar nicht gefahren. Einmal gucken, dass wir mal eins komplett abschließen. Ist ja natürlich auch cool. Mit der Duck sind wir, glaube ich, nicht alles gefahren. Da sind auch noch so ein paar Rennen offen. Einige haben wir doppelt und dreifach gefahren, weil wir am Anfang aufgrund des Leistungsdefizits überhaupt nicht hinterhergekommen sind. Das ist ja auch so ein großes Mango von Ride. Mango, ne? Das ist was Gesundes. Ne, leider nicht. Manko, nämlich, dass wir eigentlich immer das beste Moped kaufen müssen, um von Haus aus überlegen zu sein. Aber das machen wir nicht. Gut, genau. Da würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal das, Milano. Und dann zum Runterkommen holen wir uns hier nochmal Gold. Milano kriegen wir eigentlich hin. Ich hoffe es einfach mal. Irgendwann müssen wir es ja mal lernen. Irgendwann müssen wir es mal lernen, aber das ist schon arg krank. Also ich bin schon total beruhigt, dass wir das nächste Mal ein Moped unterm Arsch haben, was nicht 188 PS hat.
Habe ich heute im Video gesehen auf YouTube, Kawasaki HR2R oder sowas. 326 PS. 326 PS in dem Moped. Das Ding ist fahrbar gewesen. Also greift er sich echt an den Kopf. Also der Berichterstatter, der hat, das fing irgendwie so an, ich werde meinen Beruf als Motorradtester mit dem heutigen Tage an den Nagel hängen, weil mit diesem Moped habe ich alles gefahren, was ich jemals fahren wollte, und ich kann mir nicht vorstellen, dass man dieses Erlebnis noch toppen kann. Das sagt eigentlich alles über das Moped aus. Also wirklich krank. Wenn das interessiert, sucht man nach Kawasaki 326 PS. Da ist, glaube ich, von 1000 PS oder sowas heißt der Kanal. Sehr, sehr gut gemacht, also richtig geile Qualität und richtig schön beschrieben. Also, Tunnel? Ja, warum nicht? Im Tunnel ist gut munkeln, das ist aber was anderes, es war dunkel und so. Moped gefällt mir. Aber hier halt auch, warum kein Designer? Warum nicht einfach, dass man bitte was mehr machen kann? Herr Cooper löst seinen Hinterreifen, wie es aussieht, wieder auf. Gut, also der kämpft auf jeden Fall auch mit einem steigenden Front. Ach du liebes Gottchen. Entschuldigung. Wo fangen denn die das Bremsen schon an? Vom Anzug sind wir deutlich besser dabei. Im Tunnel keine Klangveränderung. Jetzt könnte man sagen, Gott sei Dank ist das ganze Bild Arcady hier gehalten. Weil ich hier gerade den Kurven zusammenbremse, ist nicht ja feierlich. Jetzt habe ich schon wieder die Hosen voll. Hörst du auf, da rumzuturnen? Oh, haben wir schön bekommen. Hörst du auf? Der hört nicht auf, Mann. Mann, was wir Zeit verlieren durch dieses Rumgeturne. Jetzt lass den Bock doch mal unten, verflucht nochmal. Er fährt mit dem zweiten raus, fehlt dir der Antritt? Fährst mit der 1 raus, schmeißt das Ding ins Nirvana. Wir kommen langsam wieder ran. Gerade hier in den Kurven habe ich das Gefühl, holen wir gut Zeit raus. Ja, es war so klar, das war so klar. Und guck mal, wo der andere lang gefahren ist. Der war auch nicht viel. Sekunden gefunden, trotzdem nicht schneller als die anderen. Jetzt habe ich langsam eine extrem unrunde Linie drauf. Lass ja das Ding unten. Jetzt haben wir da einige Zeit liegen lassen. Ich komme mit diesem Kurs nicht klar. Klang ist eigentlich ganz okay. Vielleicht muss ich auch echt weniger Gas geben beim Rausbeschleunigen.
dass ich einfach die Kurve wirklich erst zu Ende gehen lasse und dann mich nach vorne lehne. Und trotzdem haut er das Ding weg. Ey, ich bin komplett vom Gas gegangen. Komm, ich spule zurück. Hör auf zu vibrieren! Hashtag Kieselsteincontroller hier. Lass das Ding unten. Meine Fresse. Man könnte fast denken, der Kollege hier, der ist echt ein bisschen gefährdet. Man könnte jetzt sagen, fünfter Platz ist immer noch besser als das, was ich letztes Mal abgeliefert habe. Ach du Scheiße. Weil da waren wir, glaube ich, letzter. Ne, der Kurs fährt sich einfach. Ja, wir haben keine Rewinds mehr. Jetzt wäre wieder letzter, pass auf. Der Fluch von Milano schlägt mal wieder zu. 14. Es werden bestimmt einige schon denken, Thomas, mach halt einmal die Bremspunkte an. Macht dir das Leben auf jeden Fall einfacher. Aber ja, genau. Jetzt haben wir eine Wippe. Wunderbar. Da graust mir jetzt schon vor den ganz großen Mopeds, beim besten Willen. Ja, das war's. 14 von 16. Also da kann er sich jetzt mal wirklich ärgern und den Lenker am besten zerbrechen. Da wie er die Kurve nimmt, wie ein junger Gott. Ja, dreimal in den Helm gespuckt. Das war mal gar nichts heute. Nee. Probieren wir wenigstens das andere Ding noch auf Gold zu kriegen. Also mit dem Kurs Milano, mit dem stehe ich absolut auf Kriegsfuß. Kannst du sagen, was du willst. Also, wer da Tipps hat für die Strecke, wie man das Ding sich irgendwie einprägen kann, aber ich habe da so eine eckige Scheiße gerade zusammengefahren. Das ist wirklich ein gepresster Würfel gewesen, also furchtbar. Ich mag so Strecken so mit langen Kurven, wisst ihr, wo du dich wirklich reinlegen kannst. Nicht einfach so Gas, bam, bremsen, 90 Grad rechts, bam, Gas, bremsen, bam, 90 Grad links. Das hat keinen Fluss, das ist wie so eine, wie so Zickzack. Gefällt mir nicht. Gefällt mich nicht. Demzufolge probieren wir das andere Rennen nochmal, weil da waren wir ja dran. Ne? Wir haben jetzt auch ein bisschen Übung mit dem Moped. Demzufolge können wir einfach mal probieren, ob wir hier zumindest 4 von 5 Goldmedaillen uns rausholen können. Und zur Not müssen wir einfach das letzte Ding. Ich verliere halt auch so viel Zeit durch das Hochsteigen. Also wenn ihr da einen Tipp für mich habt, weil ich drücke nach vorne, ich gehe vom Gas und er geht nicht runter. Er geht nicht runter. Wenn ich bremse, dann ist er ja sogar so dreist drauf, der Kollege, dass er dann einfach nochmal ein Stoppie macht. Also schön das Hinterrad noch anluft. Klar, dann fangen wir das Wippen an. Ach, Fahr, ach, Fahr. Ich mag Wippen. Oh mein Gott, ey. Das Ding ist nicht langsam. Die Ninja ist wirklich feilschnell. Aber, ne, wo ich gerade auf die Uhr gucke. Liebe Leute, ich nehme nur 2 Folgen auf. Genau, ich nehme nicht 3 auf, ich nehme nur 2 auf. Die dritte nehme ich dann ein andermal auf. Oder mal gucken, wie schnell die Umfrage dann schon durch ist. Aber ich nehme heute zumindest 2 auf. Vielleicht mache ich dann noch eine auf Vorrat, wo wir einfach das andere Moped nochmal auspacken, unsere Street Fighter und damit vielleicht eine 1-2 Medaillen reinfahren. Vielleicht übe ich auch einfach Milano ein bisschen mehr. Mein Gott, irgendwann muss man es ja lernen. Aber diese Supermoto-Dinger, also es kommen noch mehr Kategorien, es gibt noch Prototypen, es gibt diese Pro-Circuit-Mopeds, die nicht mehr Straßen zugelassen sind, also richtige Rennmaschinen mit 226 PS oder noch mehr und die muss ja auch irgendwie unten halten. So, schauen wir mal, dass wir hier die Kollegen auf dem Kurs nochmal irgendwie in Grund und Boden fahren. Wir waren dran das letzte Mal und da hat nicht viel gefehlt, da hat nicht viel gefehlt. Demzufolge probieren wir es nochmal. Aber mich wundert eigentlich, dass die MVs, die Augusta, nicht überall vorne mit dabei waren, sondern wirklich wieder aus den Strecken abhängig. Erster Gang rein, nicht vergessen. Und Feuer. Keine qualmenden Räder.
Das war so klar, das war so klar. Tut mir leid. Aber schaut's euch an, der ist nicht auf die Fresse geflogen. Das ist doch so irre. Also entschuldige gerade meine Stille, aber gerade bei den Zweikämpfen hier, das ist das, was Mattis mal gesagt hatte. Das ist so unberechenbar. Wann haust du auf die Fresse? Die machen ja schon manchmal auf, so ist es ja nicht. Hier bei den Bäumen ungefähr bremsen. Damit ihr auch mal wisst, wie ich mir Bremspunkte merke. Eigentlich gar nicht, vieles nach Gefühl. Aber wenn es so offensichtlich ist, wie es hier bei den Bäumen, dann nehmen wir das natürlich dankend an. Schön, geht doch. Oder halt dann hier bei den, sobald es dunkel wird, bist du bei vielen Modellen eigentlich schon richtig unterwegs. Und wenn du anfängst mit dem Arsch zu kommen, dann ganz kurz die Bremse lösen, ist beim Auto ja genauso. Wenn du merkst, er untersteuert, Bremse lösen. Dass einfach das Rad wieder Grip bekommt und du nicht nur am Rutschen bist. Jetzt geht das wieder los. Ich probiere, wenn er kommt, dann vom Gas gehen und vielleicht dann gerne hochschalten. Irgendwie so. Ich muss mir da mal irgendwas angewöhnen. Ich habe mal Leute, die selber Moped fahren, die haben da ihre Tricks und Kniffe, um den Eimer unten zu halten. Das Einzige, was ich fahre, ist das Fahrrad, was zwei Räder hat. Und da ist die Chance, dass mein Vorderrad hochgeht, aufgrund eines zu starken Pedaldrucks. Relativ unwahrscheinlich. Aber ihr seht mal, wie... Oh Gott. Sehr abgekürzt. Ja, zu Recht. Oh, jetzt müssen wir Vorsprung rausfahren. Das war zu sehr abgekürzt, das war mein Fehler. Sekunden. Ich finde das so geil, wie er das Bein rausnimmt. Wo sie ja MotoGP-Fahrer mal gefragt haben, warum sie es eigentlich machen. Das macht ja nicht wirklich Sinn. Und das ist einfach bloß Kopfsache. Dass du so vom Kopf her mehr Stabilität drin hast. Okay. Jetzt fahren wir voll auf Attacke. Auch die Kurve, ne? Die eigentlich aus zwei Kurven besteht, aber aus einer gefahren wird. Richtig geil zu fahren. Feuer, 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 Feuer. Sekunden, da können wir noch ein bisschen abkürzen. Das habe ich nicht vor, ich will den Kurs ja lernen. Vielleicht so ein bisschen fahren. Bevor die viele Leistung kommt. Die Kurve ist auch ganz hässlich irgendwie. Die habe ich bis heute, glaube ich, nicht ein einziges Mal richtig gefahren. Und viel Schwung mit ins Tal nehmen. Und Curbs meiden. Und jetzt wieder Feuer. Gib ihm. Rundenzeit ist ungültig und das zu Recht. Eine Runde haben wir noch, aber Gold ist drin. Ja, das sieht schon besser aus. Also vom Gas gehen
Gang hoch und gleich wieder drauf auf den Pott. Dann haben wir 2 Sekunden gefunden. Sehr schön. Was ich mir auch, das habe ich beim Lukas mal gesehen. Er lenkt schon relativ früh bei der nächsten Kurve schon ein. Schön draufbleiben, schön draufbleiben. Viel Schwung mitnehmen. Jawohl. Das macht Gaudi, das macht jetzt echt Gaudi. Mit dem Moped bitte kämpfen. Das Moped kämpft mit dir, du kämpfst mit dem Moped. Aber es will dich nicht umbringen, das ist schon mal gut. Oh, das war ja gar nicht mehr so schlecht. Eine ganz neue Linie hier. Können wir mal sehen, was so ein paar PS ausmachen. Hier kann man, glaube ich, auch in der 2 bleiben, deutlich früher aufs Gas gehen. Das wird doch langsam. Das sieht da langsam ansehnlich aus, was ich hier zusammenfahre. Warum nicht in Milano? Was ist mein Fehler da? Leute, was ist denn jetzt los? Habe ich mein Moped-Gen geweckt in mir oder wie? Ich fahre ja wie von allen guten Geistern verlassen. Das wird ja eine neue persönliche Bestzeit hier, aber sowas von. Da können wir uns 10 Sekunden noch Strafe reinholen. Da sind wir drüber. Deutlich neue Bestzeit. Da kannst du dich freuen, dass du recht gut gefahren bist. Der Tomb Raider hier. Nicht Tomb Raider, ne? Tomb Raider. Was ganz Neues. Ich würde gern Rundenzeiten sehen. Ob das gänge, ist die Frage. Leider nicht. Alter, wir haben 14 Sekunden draufgepackt. 14 Sekunden. Und die Strafe von 2 Sekunden? Ist da auch schon damit drauf. Alter Verwalter. Repsol Honda, schön. Ja, das war dann mal ein richtig geiles Rennen. Das hat richtig Bock gemacht. Ich kann es doch, verdammt nochmal. Warum nicht Milano? Ich übe jetzt Milano, so. Ne, weil wir nehmen mich dann gleich noch ein bisschen hier, ein bisschen ein Forza-Teil auf mit einem Format, was ihr euch, was freut euch, ne? Diese Folge muss ich jetzt nämlich die 3. Folge dann einfach später aufnehmen. Aber rennt er nicht weg. Angefixt bin ich wieder. Das ist immer gut. Einfach mal ab und zu mal ein Spiel hinlegen, liegen lassen, ein bisschen reifen lassen und dann juckt es wieder in den Fingern und dann musst du ran. Dann musst du ran und das Ding daddeln bis zum geht nicht mehr. Dann wirst du auch deine Erfolge sehen. Also das Rennen war jetzt mal episch. Die letzte Runde, also die geht ja schon fast ins Guinness-Buch meiner Fahrskills ein. Und wenn das so weitergeht, warum kann ich da fahren? Ne, warum bin ich da gut? Dann auf anderen Strecken noch nicht. Übung macht den Meister. So ist es immer und überall. Wir kriegen einen Erfolg. Schritt für Schritt werden wir besser. Danke. Gut, und mit diesen Worten würde ich mal sagen, wir machen Schluss für heute. Ah, das ist mir schon ein Dorn im Auge. Eins hätten wir noch. Das kriegen wir auch auf jeden Fall noch hin. Mal gucken, haben wir hier noch irgendwas drin? Bike zum Kauf. Bike in Verwendung. Hier können wir noch mal reinschauen. Vielleicht für die 3. Ausgabe oder so. Bike zum Kauf. Bike in Verwendung. World Series. Okay. Ja, schauen wir mal. Also für die 3. Ausgabe, die ich vorproduzieren werde, suchen wir uns noch was anderes raus. Link unten, Videobeschreibung. Nicht vergessen, neues Moped wählen. Ne? Das, was sich am schnellsten durchsetzt, das wird genommen. Ich grüße im Hintergrund wieder meine 2 Klone. Der Kaspar und der Hauser. Und mit diesen Worten vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, diese Folge hat wie immer bitte Spaß gemacht. Danke fürs Däumchen drücken. Für Tipps bin ich immer, immer dankbar. Rein damit in die Kommentare, dafür ist das Feld da. Und dann sage ich einmal bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ride gemeinsam mit eurem Tomb Raider. Das hört sich irgendwie scheiße an, oder? Wir brauchen einen Namen dafür, wenn ich besser werde. Denkt euch mal was aus, weil ich habe da eine Idee. Aber wir sehen richtig duft aus, richtig knocker und die Jeans, die passen. Ich habe die auch bloß einmal angezogen bekommen, weil ich komme nämlich nicht mehr raus. Sieht eh wieder komisch aus, ne? Verdammt lange Haxen hat der Kollege. Naja, ist egal. Auf jeden Fall, ich bin erstmal raus und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Tom.